Der Drache liegt sterbend zu seinen Füßen. Er selbst wird als Ritter dargestellt, mit edler Rüstung und todbringender Lanze. Der heilige Georg. Sein Gedenktag ist der 23. April. Er starb um das Jahr 303 durch Enthauptung. Georg ist einer der 14 Nothelfer. Er wird angerufen bei Kriegsgefahren, Fieber oder Seuchen der Haustiere. Nothelfer werden bereits seit dem 9. Jahrhundert verehrt und um Beistand angerufen. Seit dem späten Mittelalter werden den 11 Männern und 3 Frauen ganz bestimmte Schutzbereiche zugeordnet und Attribute, also Symbole. Die waren ganz wichtig, um bei den künstlerischen Darstellungen die heiligen Figuren zu identifizieren. Ein Beispiel, die heilige Barbara, Gedenktag 4. Dezember. Sie beschützt vor jähem Tod, Gewitter und Feuer. Ihre Attribute sind Turm, Kelch, Hostie und Schwert. Oder Margareta von Antiochien, Gedenktag 20. Juli, eine Fürsprecherin der Armen, Attribute, Krone, Kreuz und Drachen am Band. Meine Lieblingsheiligen sind eigentlich die drei heiligen Madel, also die Katharina, die Margareta und die Barbara, sind gelehrte junge Frauen gewesen, die einen gewissen Widerstand geleistet haben, auch innerfamiliär dem Druck nicht nachgegeben haben, irgendwelche Heiden zu heiraten, aber das Widerstand leisten und das sich mit Wissenschaft beschäftigen, das hat mich jetzt besonders angesprochen. Weil es keine wirklich verbindlichen Attribute gibt, kann es passieren, dass eine Heiligenfigur nicht zugeordnet werden kann. Hier sehen wir, ja, wen eigentlich? Ist es Paulus oder eine unbekannte Stifterfigur? Wir wissen es nicht. Es gibt Tausende von Heiligen und Märtyrern. Die genaue Anzahl ist gar nicht bekannt. Der Star unter den Heiligen ist natürlich Maria, Mutter Gottes. Unzählige Abbildungen gibt es von ihr. Beim Konzil von Ephesus im Jahr 431 wurde sie offiziell vom Werkzeug Gottes zur Gottesgebärerin erhoben und damit zur zentralen Gestalt erhöht. Maria mit Jesuskind auf dem Schoß oder als Martha Dolorosa, als leidende Mutter. Immer ist sie würdevoll und schön. Und dann die andere Maria, Maria Magdalena. Pure Sinnlichkeit. Unzählige Maler haben sie verewigt. Immer schön, immer verführerisch. Der Gegenentwurf zur keuschen Gottesmutter. Alle vier Evangelien erzählen von Maria Magdalena. Aber wer war sie wirklich? Was mich sehr fasziniert hat, war die Figur der Maria Magdalena, die ja ganz offensichtlich aus 3 bis 4 Personen so im Laufe der Jahrhunderte zusammengeschweißt wurde und aus einer, also jetzt ja eher so als die Sünderin gilt, die sich bekehren oder in den rechten Pfad der Tugend wieder gefunden hat durch Jesus. Das war ursprünglich ja, war das ja eine ganz selbstbewusste Frau und ja, die Sünderin ist eigentlich erst so aus dem Neuen Testament dann mit ihr identifiziert worden durch spätere Zugaben der Kirchenväter. Die Sammlung im Museum Fürstenfeldbruck hat der geistliche August Aumiller zusammengetragen. Er lebte von 1868 bis 1929 und war Hofkaplan der königlichen Landhofkirche Fürstenfeld. Er interessierte sich für Geschichte, Kunsthistorie und eben auch für Heilige. August Aumiller war auch sehr geschichtsinteressiert und hat mit anderen Fürstenfeldbrucker Bürgern zusammen das erste Museum 1904 in Fürstenfeldbruck gegründet und dafür einen Teil seiner eigenen Schätze zur Verfügung gestellt, aber eben auch speziell auch nochmal für den Museumsbestand Heilige und andere religiöse Gegenstände gesammelt. Nach seinem Tod sind teilweise seine Gegenstände, seine wunderschönen Kunstschätze nach Freising gewandert und in dieser Ausstellung jetzt haben wir sozusagen eine Wiedervereinigung seiner Sammlung auch zum Anlass genommen, diese Objekte mal wieder zu zeigen. Ja. Die Sammlung ist vielseitig. Ganz neue Blickwinkel auf das Leben der heiligen Menschen werden beleuchtet. Viele von ihnen sind für ihren Glauben den Märtyrertod gestorben. Sie werden oft mit dem Blick nach oben zum Himmel dargestellt. Ebenso oft wird das Leid nachgezeichnet, das ihnen durch Folter zugefügt worden ist. Bis heute üben Heilige Einfluss auf Menschen aus. Sie sind mehr als nur Vorbilder im Glauben und sprechen Menschen bis heute ganz unmittelbar an. Die Besucher reagieren sehr positiv. Sie finden Zugang über ihren eigenen Namen meistens oder den Namen ihrer Kinder und
finden dann auch die Geschichten, die wir drumherum gesponnen haben, sehr interessant. Wir haben ja jetzt nicht nur, wir erzählen ja nicht die heiligen Viten von vorn nach hinten auf, sondern haben ja Fragestellungen entwickelt, so, ja, was ist ein Heiligenschein, wofür braucht man Attribute oder wie ist der Draht nach oben gewesen durch die Anrufung der Nothelfer in der früheren Zeit oder gibt es ja heute noch, viele haben ja immer noch einen Christophorus im Auto oder entsprechende Ausdrücke, wenn sie in einer Notsituation sind oder so. Wer kennt es nicht? Antonius hilft mir suchen. Übrigens verdanken bis heute ganz viele Menschen ihren Vornamen einem oder einer Heiligen. Das ist leicht nachzuschlagen und zeigt uns den Einfluss dieser besonderen Menschen.